können wir jetzt anfangen. Gehen Sie rüber zur Tür. Sie bringen es rein. Es wird keiner verletzt, klar? Ganz locker, Kleiner. Wir machen nur ein bisschen Krach. Es kann kaum was schiefgehen mit seiner Knarre. Nico, Karl, es geht los. Legt als erstes die Kameras lahm. Wir müssen Big Brother außer Gefecht setzen. Hey, was ist denn das? Gehen Sie rein, schnell, gehen Sie rein! Vorwärts, na los, los! Seid vorsichtig! Beeilung, na komm, bewegt euch! Was ist das? Was weiß ich? Los, ladet alle auf! Na los, los! Ja, fang! Aber wir brauchen nur eine! Wir brauchen so viele, wie ich sage! Macht schon, beeilt euch, Jungs! Okay, das war's! Na kommt, wir hauen ab! Alles klar! Steig ein! Komm schon, nichts wie weg! Jetzt mach, schmeiß die Kiste an! Er patrouilliert durch die Straßen im Einsatz für die Gerechtigkeit. Seine Herkunft ist geheim. Seine Technologie ist aus dem 21. Jahrhundert. Seine Existenz wird offiziell geleugnet. Doch seine Präsenz ist unübersehbar. Die perfekte Waffe in einer unsicheren Zukunft. Viper. Die Metropol sagt, die Zeugen sind auch keine Hilfe. Sie waren alle zu sehr damit beschäftigt, sich in Sicherheit zu bringen. Was wurde eigentlich genau gestohlen? 6 Kanister einer neuen Raketentreibstoffformel. Kodiert XD-58, Fabrikationsnummer 31. Hört sich spannend an. Es ist ein neu entwickelter Treibstoff, der für die nächste Generation von Space Shuttles verwendet werden soll. Das Strom-Labor wurde von der NASA beauftragt, die erste Testladung zu entwickeln. Deshalb rotiert das FBI so. Ja. Das ist doch klasse. Ich höre es gern, wenn das FBI rotiert. Aber wozu brauchen die uns? Es fällt in unseren Zuständigkeitsbereich. Die Täter fuhren diese aufgemotzten Autos, das FBI konnte nicht mithalten. In dem Bericht von der Metropol steht, dass die einzige Person, die über sämtliche Details des Projekts Bescheid weiß, ein gewisser Dr. Evan Strom ist. Er ist Chemiker und entwickelte die Formel. Wie erfahren Typen, die aufgemotzte Autos fahren, von so einer Sache? Sicherheitslücke. Vielleicht hatten die ihr Helfer im Forscherteam. Ja, und in Anbetracht der geheim eingestuften Forschung von Dr. Strom schließt die Regierung auch Industriespionage nicht aus. Dieser XD-58-Treibstoff ist entscheidend für die neuen Projekte der NASA. Kriminelle in getunten Autos. Ich weiß, wo wir anfangen zu recherchieren. Dieser Ort war ein verschlafenes Nest, bis die Autogangs hier einrücken. Jetzt hat das Ganze so eine Art Wild-West-Flair. Bewohner und terrorisierte Geschäftsleute verlassen permanent die Stadt. Jetzt ist hier Drag Racing groß angesagt. Hier wechselt ein Haufen Geld im Besitzer, so ziemlich jeder Autofreak der Umgebung kommt durch hier. Wie heißt das nun? Black Diamond. Genau, nur um sein Glück zu versuchen. Tja, eigentlich ist es nur so ein Verdacht, aber im Augenblick ist es unsere einzige Chance. Für mich ist das okay, ich wollte mich hier immer schon mal umsehen. Oh, sieh dir diese Stelzen an. Ich werde dafür sorgen, dass du hinter Gitter kommst.
Garland, dieser Wahnsinn muss aufhören. So geht das nicht weiter. Er weigert sich, seine Rechnungen zu bezahlen. Und dann vergrault er mir auch noch meine wenige Kundschaft. Sie hat recht, Garland. Es gab Zeiten, da fuhren die Touristen von den Highways runter und legten hier eine Rast ein. Heutzutage fährt jeder vernünftige Mensch hier nur noch vorbei. Jetzt hört mal zu, Leute. Wie stellt ihr euch das denn vor? Was kann ich allein schon ausrichten? Na, macht schon, geht weiter. Ach, das bringt doch alles nichts. Was denn, das soll reichen? Ja, wenn man mit einem Kanister ein mehrere tausend Kilo schweres Raumschiff starten kann, sollte das hier reichen, um ein Pontiac über die First Street zu jagen. Das Einzige, was ich immer noch nicht verstehe, ist, wieso du alle Kanister mitnehmen musstest. Denn ich meine, ein halber Kanister reicht für unsere Zwecke für alle Zeiten aus. Tja, was soll ich dazu sagen? Meine Devise lautet, von allem immer etwas mehr zu besitzen als die andere. Komm, Kleiner, und jetzt will ich sehen, was dieses Teufelszeug drauf hat. Okay. Ach, ich muss noch einige Abstimmungen an der Kraftstoffanlage vornehmen, aber es müsste ganz ähnlich wie bei Stickstoff funktionieren. Nur mit ungefähr der achtfachen Leistung. Na komm, Miko, gib dem Kleinen eine Chance. Der Typ ist ein richtiges Genie. Na los, setz dich rein in die Kiste. Wenn du etwas zusätzliche Beschleunigung willst, dann drück den NOS-Schalter und das XT58 wird direkt in den Zylinder gespritzt. Aber bitte sei vorsichtig, du solltest dir ausreichend Spielraum lassen, damit dir der Wagen... Erzähl mir nicht, wie ich fahren muss, Blödmann. Natürlich ist die Extraleistung gewöhnungsbedürftig. Die Metropol, das FBI und das OSI haben bereits recht gründliche Ermittlungen durchgeführt. Aber so wie deren Bürokratie funktioniert, liefern wir mit unserer Arbeitsweise schneller Resultate. Außerdem belästige ich Sie nur dies eine Mal. Diese Reifenspur stammt von einem Premium-Quality-Profi-Reifen. Nummer 250, Modell A38. Erinnern Sie sich sonst noch an Einzelheiten des Überfalls, an irgendetwas? Nein, nein, es ging alles so schnell. Es war sehr schockierend. Keine Ahnung, woher irgendjemand von dem XT58 gewusst haben könnte. Schon gar nicht eine Bande Jugendlicher. Sie trugen Masken, haben Sie gesagt. Woher wissen Sie, dass es Jugendliche waren? Das habe ich nur so vermutet. Würden Sie mich bitte entschuldigen? Der Herr dort wartet auf mich. Guten Tag, Detective. Dr. Strom, ich habe da noch einige... Cole, ich muss sagen, das, was mir hier so ins Auge sticht, ist alles sehr vielversprechend. Bist du scharf auf rasante Action? Klar, wir wollen sehen, wie schnell er ist auf einem halben Kilometer. Was denn mit dieser Fließbandklapperkiste? Ich könnte mich totlachen über euch Wochenendkrieger. Hör zu, du Amateurrennfahrer. Hast du in deinem klapprigen Gefährt auch so viel Power, wie du Scheiße in deinem Kopf hast? Hey, hey, hey. Na, komm. Ich hatte gedacht, Typen wie du schlichten ihre Meinungsverschiedenheiten auf der Rennpiste. Ihr seid nicht meine Krakenweite. Hey, hey, hey. Auf der Rennpiste. Alles in Ordnung, Conlan? Frankie, wir sind erst seit 5 Minuten in der Stadt. Du musst wirklich nicht gleich Aufsehen erregen. Ich sag dir, hier geht noch irgendwas vor sich. Der Typ, mit dem Strom gerade spricht, der war früher Cop, jetzt ist er Privatdetektiv. In diesem Fall ermitteln bereits einige Institutionen. Wozu beauftragt er noch einen Privatdetektiv? Keine Ahnung. Wenn Sie sonst noch was herausfinden sollten, geben Sie mir Bescheid, okay? Ja, danke, Dr. Strom. Suchen Sie jemanden? Ich kenne diesen Privatdetektiv. Er ist darauf spezialisiert, vermisste Kinder und Ausreißer ausfindig zu machen. Ich habe einen furchtbaren Verdacht.
was meinen Sohn Robbie angeht. Schatz, die Bestellung aufnehmen! Hey, Robbie! Clarice? Tolle Jacke! Danke. Die ist von den Jungs, weil ich eine Arbeit an Mads Wagen erledigt habe. Na, hoffentlich bezahlt er dich dafür. Clarice, zwei Specials für Tisch 3. Ich kann nicht mit dir reden, wenn du nicht was bestellst. Oh, ich verstehe, klar. Bitte ein kleines Mineralwasser. Hier, spendiere ich dir. Hey, diesen Burger kann ich dir auch überlassen, wenn du willst. Da drüben sitzt einer, der nicht auf Ketchup steht. Stehst du auf Ketchup? Ich liebe Ketchup. Mom, für Tisch 3 noch mal einen Burger. Bei der Bestellung ist was schiefgelaufen. Danke. Kein Problem. Hey, hast du mir nicht mal gesagt, du hättest Lust, auf eine Party der Annihilators zu gehen? Ja. Ich kann dich mitnehmen. Naja, ich meine, wir treffen uns heute Abend, wenn, du weißt schon. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Mein bester Mann. Rose, eine Runde für meine Jungs. Der Wagen ist bis heute Abend fertig, klar? Ich habe eine heiße Verabredung, nicht wahr? Clarice, komm her. Du wirst nirgendwo hingehen mit Matt Conlon. Mom, es ist doch nur eine Party. Es werden jede Menge andere Leute dort sein. Es interessiert mich nicht, wer dort sein wird. Ich lasse nicht zu, dass meine Tochter mit solchem verkommenen Gesindel rumzieht und am Ende nur in Schwierigkeiten gerät. Clarice, hörst du, was ich sage? Ja, Mom. Habt ihr irgendwas Neues für uns? Wir haben ein paar Reifenspuren entdeckt und einen Lacksplitter, der sich an der Gebäudewand befand. Aber unser wichtigster Hinweis kommt von Strom. Der Mann denkt, sein Sohn gehört der Bande an. Das würde zumindest erklären, woher sie von dem XT-58 wussten. Hast du mit dem Jungen schon geredet? Nein, er ist leider vor 3 Wochen von zu Hause weggelaufen. Ein typischer Vater-Sohn-Konflikt. Strom missbilligt die Begeisterung seines Sohnes für Drag Racing und das Herumtreiberleben, das damit verbunden ist. Als ich 17 war, lief's ähnlich ab. Hast du ein Foto von ihm? Ja, Ali sorgt dafür, dass ihr das Foto und die Aufzeichnung erhaltet. Wir melden uns wieder, wenn wir was Neues wissen. Gut, gib mir noch ein Bier. Du hattest genug, Matt. Du drehst mir den Hahn zu? Mann, ich werde besoffen immer noch besser fahren als die Idioten, die mir auf der Straße den Weg blockieren. Aber nicht, wenn du in meiner Bar getrunken hast. Bitte geh jetzt, Matt, okay? Hör zu, ich sehe dich später auf dieser Party. Lass uns unsere eigene Party veranstalten. Nein, Matt, ich kann nicht. Na komm, das ist es doch, was du willst. Nein, ist es nicht. Am besten, du vergisst das mit heute Abend. Aber eigentlich hatte ich noch was ganz Besonderes mit dir vor. Lass mich, hör auf. Lass dich sofort los, Conlon. Hey, hey, hey. Ganz ruhig, Kumpel. Verpiss dich, Idiot. Halt, halt, halt. Wo wollt ihr denn hin, Jungs? Wie wär's, wenn wir das woanders austragen, okay? Vielleicht in Florida? Es ist dort verdammt schön zu dieser Jahreszeit, da vielleicht ein bisschen feucht. Jetzt entspann dich mal, Conlon. Ich werde jetzt nur einen verhaften. Aber die übrigen können gerne mitkommen, falls sie Lust darauf haben. Der Typ ist plötzlich auf mich losgegangen. Ich hab gesehen, wie es war. Du kannst von Glück sagen, dass er nicht den Fußboden mit dir aufgewischt hat. Ruth, Clarice, alles in Ordnung bei euch? Ja, ein Tag wie jeder andere. Los, komm! Wir sind noch nicht fertig, Arschloch! Du willst ein Rennen, du kriegst es! Ich dachte, ich wäre nicht deine Krankenwagen. Vergiss es, jetzt bin ich neugierig, was du drauf hast! Morgen auf der Piste! Stell dich schon darauf ein, zu Fuß nach Hause zu gehen! Ein Spaziergang.
Ich habe versucht, geduldig mit dir zu sein, Matt. Aber manchmal möchte ich dir einfach nur in deine saudämliche Fresse schlagen. Was denkst du dir eigentlich? Willst du, dass die uns dran kriegen? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe heute Morgen gesehen, wie du unsere Ware in eine deiner dusseligen Kisten geschüttet hast. Ja, aber höchstens einen Löffel voll. Ich muss den Jungen doch im guten Glauben lassen, oder? Nur weil der denkt, wir brauchen den Treibstoff für unsere Wagen, konnten wir doch die Nummer so durchziehen. Dem Jungen etwas vorzumachen ist eine Sache, aber mitten in der Stadt eine große Show zu veranstalten ist etwas anderes. Okay, okay. Ich hätte es dir vielleicht sagen sollen. Aber Mann, hast du gesehen, wie das Zeug wirkt? Miko ist geflogen. Nur ein kleiner Tropfen davon und ich lasse jeden stehen, der gegen mich fährt. Du verblödeter Autofreak, denkst du auch ab und zu mal? Ja, begreifst du denn nicht, was wir hier haben? Du erzählst es mir ja ständig. Ich habe aber noch keine Kohle gesehen. Was ist mit deinem Hehlerfreund? Hat er schon angerufen? Wie war sein Name? Drake. Dies ist ein überaus kompliziertes, verdammt großes Geschäft, bei dem ein ganzes Netz von internationalen Kontakten im Spiel ist. Ich werde beeindruckt sein, wenn ich irgendwann Bares sehe. Ich brauche dringend neue Reifen. Reifen? Heute in einer Woche kannst du dir eine eigene Reifenhandelskette kaufen. Was ist? Willst du etwa nur der schnellste Drag Racer sein? Oder der reichste? Beides. Kann ich Ihnen noch einen Wunsch erfüllen? Es war sehr gut, danke. Aber warten Sie, vielleicht können Sie doch was für uns tun. Wir haben gehört, dass es hier in der Stadt einen Jungen gibt, der auf Motorarbeiten spezialisiert ist. Ja, aber ich dachte, er wäre der Mechaniker. Bin ich, aber ich lerne immer gerne was dazu. Und dieser Junge soll ein Genie für Kraftstoffanlagen sein. Oh, Sie meinen Robbie? Genau der. Robbie Strom. Tut mir leid, ich kenne nur seinen Vornamen. Ich habe gehört, wie die Jungs über ihn redeten. Tja, mehr weiß ich nicht. Vielleicht könnten Sie sich mal umhören. Er würde von mir nicht schlecht bezahlt werden. Ja, und je eher, desto besser, denn so wie es aussieht, haben wir morgen ein Rennen. Westlake? Hier spricht Dr. Strom. Ich habe gerade einige beunruhigende Testergebnisse zu dem XD-58 erhalten. Die Treibstoffmischung ist hochgradig brennbar, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Wasser? Wenn der Inhalt der Kanister mit irgendeiner Flüssigkeit in Berührung kommt, dann schwöre ich Ihnen, hat das verheerende Auswirkungen. Ich denke da an eine gewaltige Explosion. Die in der Lage ist, ein Stadtgebiet von 3 oder 4 Häuserblocks zu zerstören. Oder ein winziges Kaff auf dem Land. Hast du den Scanner? Ja, hab ich. Abgesehen von dem Frontschaden ist das dieselbe Reifenmarke, die Ellie am Tatort identifiziert hat. Das heißt, wenn der Lack mit ihrer Probe vom Storm-Gebäude übereinstimmt, haben wir es als eins der Fahrzeuge aus dem Überfall identifiziert. Die Übereinstimmung des Reifentyps dürfte vor Gericht allerdings stichhaltiger sein. Reifen sind wie Fingerabdrücke. Jeder ist anders. Cool. Ist aber ein Jammer, dieser Frontschaden. Da hat jemand sehr viel Geld in die Kiste investiert. Tja, irgendwie fahren Sie sie dann doch immer wieder zu Schrott. Treten Sie heute gegen Conlan an? Es wird sich wohl nicht verhindern lassen. Sehen Sie sich vor, diese Jungs sind nicht zimperlich und ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Wollen wir auch nicht. Wie konnte das explodieren? Ich weiß es nicht. Ich meine, der Punkt ist, dass es nicht sicher ist. Es funktionierte doch in Mikos Wagen. Das schließt aber nicht aus, dass es einen Fehler in der Formel gibt. Mein Vater befand sich damit noch in der Testphase. Scheiße. Was soll's? Naja, Benzin kann auch explodieren. Matt, das waren ja nur ein paar Tropfen. Ich möchte lieber nicht wissen, was die Explosion von den ganzen Kanistern bewirkt. Wir müssen sie wieder zurückbringen. Ja, gute Idee. Wir gehen einfach zur Polizei. Hallo Jungs, die haben wir versehentlich gestohlen. Komm zu dir, Strom. Du steckst tiefer drin als jeder andere von uns. Und, habt ihr eine positive Identifizierung? Für einen zumindest. Der Fahrer ist Mitglied einer Autogang, die sich Annihilators nennt. Aber wir haben nichts, um weiterzumachen. Cool. Ich habe da eine chemische Analyse von Dr. Strom erhalten, sodass ich jetzt einen Dampfdetektor adaptieren kann, der dann das XD-58 registriert. Du kriegst den bald. Westlake, ich könnte dich hier brauchen. Wir sind dicht dran. Wie sieht's mit Verstärkung aus? Nein, jetzt noch nicht. Wenn nämlich das FBI jetzt anrückt, könnten die Jungs mit den Kanistern noch verschwinden. Du hast recht, ich will sie auch sprechen. Allein. Warte, Frankie will noch was. Ja, Westlake, hör zu. Wenn ihr zwei herkommt, fahrt doch mit dem Challenger, okay? Ohne dieses Auto fühle ich mich irgendwie nackt in dieser Stadt. Frankie, damit der Stadt dieser Anblick erspart bleibt, werde ich nichts unversucht lassen. Hey. Falls du Matt suchst, er und die anderen sind schon zur Rennstrecke gefahren.
Und du bist noch hier? Ja, ich fahre mit Miko raus, sobald ich einen neuen NOS-Tank eingebaut habe. Wie viel bezahlt ihr dir dafür? Die Annihilators sind wie ein Team, okay? Wir sind alle füreinander da. Die Jungs geben mir Unterkunft. Sie lassen dich in der Werkstatt schlafen, Robbie. Sie nutzen dich nur aus. Ach ja, was würde Matt wohl sagen, wenn er dich so reden hören würde? Das ist mir völlig egal. Seid ihr gestern nicht weg gewesen? Nein, sind wir nicht. Wie dem auch sei, ich bin hier, um dir zu sagen, dass zwei Typen nach dir gefragt haben. Wer denn? Die mit der Viper. Sie haben gehört, dass du an Kraftstoffanlagen arbeitest. Und woher? Es spricht sich eben herum, wenn einer was drauf hat. Aber du hast ihnen doch nicht gesagt, wo sie mich finden können, oder? Nein, nein. Aber sie sagten, sie würden dich für jede Arbeit, die du leistest, gut bezahlen. Nicht so wie die hier, die nur versuchen, dich auszunutzen. Seid ihr zwei etwa am Rumknutschen, oder was macht ihr hier? Halt den Mund, Miko. Ich stehe auf harte Hühner. Ist er fertig? Es kann losgehen. Sei vorsichtig, Robbie. Auf Wiedersehen, meine Süße. Wer sind Sie denn? Etwa das Laufbürschchen von Harris? Er hat mich zwar geschickt, aber ich gehöre nicht zum Fußvolk. Ich und meine Crew haben das Zeug rangeholt. Na, sowas Dummes. Und ich habe den Deal mit Garland gemacht. Wo ist er? In der Stadt und behält ein paar Typen im Auge. Haben Sie eine Probe dabei? Es gibt noch 5 von der Sorte. An den Höchstbietenden. 5? Ganz recht. Es waren 6, aber einen behalte ich für mich selbst. Was zahlt Ihnen Harris, um diesen Deal einzufädeln? 25%? 30? 35. Aber ich denke, das geht Sie überhaupt nichts an. Das sehe ich von jetzt an aber ganz anders, Drake. Ich gebe Ihnen 50. Weiß Harris, dass er einen Judas an seiner Seite hat? Um da ranzukommen, brauche ich einen Steckschlüssel. Alles klar! Mann, setz das fest! Steig aus und zieh vom Motorraum den Gas zu. Okay. Und, bist du gleich dran? Oh, Baby! Oh! Entschuldige bitte. Oh, mein Schatz! Wie ich dich vermisst habe. Ich hätte nicht erwartet, dass du auftauchst. Fangen wir an? Nein, noch nicht. Zuerst fährst du gegen Miko. Wenn du ihn schlägst, kannst du es gegen mich versuchen. Schön, lass uns loslegen. Hey, pass doch auf, du Penner! Du saust ja alles voll! Mann! Der Name des Fahrers ist Miko Santiago. Bisher ist er die einzige solide Verbindung zwischen Conans Gang und dem Tatort, die wir haben. Ich mach mich mit dem Dampfdetektor mal an das Auto ran. Vielleicht mache ich Spuren des gestohlenen Treibstoffs ausfindig. Strom, ist alles bereit für meine Booster-Einspritzung? Ja, drück den Schalter und alles ist klar. Ist das der Sohn von Strom? Ja, behalt ihn am besten im Auge. Wir unterhalten uns nach dem Rennen mit ihm. Hast du was feststellen können? Ich bin nicht sicher. Wenn meine Messwerte stimmen, benutzt er das XD58, als würde er es dem Benzin zusetzen. Er tut was?
Okay, Cole, dann lass die Puschen heiß laufen. Dazu sind sie da. Jetzt bist du dran, Miko. Mann, wir brauchen noch ein Feuerlöscher. Das hat beim ersten Mal geklappt. Na los, beweg dich! Pack schon mit an. Robbie! Robbie Strom! Sie kennen mich nicht. Wer sind Sie? Das spielt keine Rolle. Mein Vater hat Sie geschickt, was? Dein Vater macht sich Sorgen. Na klar. Vermutlich hasst er mich. Das ist Unsinn, Robbie. Du hast ihm Kummer bereitet, aber er ist trotzdem in Sorge um dich. Ich hab Scheiße gebaut. Mir geht's nicht gut, Mann. Das da hab ich verzapft. Ganz egal, was ich mache, es geht daneben. Das ist nicht wahr. Da wäre etwas, was du tun kannst. Ruf das FBI an und fordere Unterstützung und Haftbefehle. Lassen Sie auch Leute vom Labor meines Vaters kommen, die mit dem Zeug umgehen können. Okay, Sie sind alle verhaftet wegen Einbruchs. Geben Sie mir das Handy, bitte. Hören Sie, ich... Ich bin Special Agent, dies ist meine Partnerin. Wir untersuchen ein Verbrechen, das eine Gefahr für die nationale Sicherheit sein könnte. Verdammt! Wenn Sie die simple Freundlichkeit gehabt hätten, mich über Ihre Ermittlungsarbeit zu informieren, dann hätten wir jetzt nicht dieses kleine Problem. Chief Harris, wir ermitteln verdeckt. Matt? Ja, hier ist Garland. Kassier den Kumpel des Viper-Fahrers ein und wen immer er noch dabei hat. Es gibt Schwierigkeiten. Polizeirevier Black Diamond. Ja, Drake, was gibt's? Vorwärts. Hey, wie kommst du eigentlich darauf, dass du mich im Namen des Sheriffs verhaften darfst, hä? Zunächst müsstest du dazu ein erwachsener Staatsbürger sein, okay? Vorzugsweise ein guter und zweitens... Einen hübschen Mordschatz hast du. Wieso? Du hast mich doch gar nicht verstanden. Hey, sperr sie ein. Conlan, nach draußen. Und wenn die nur einen Mucks machen, knall sie ab. Rein mit euch. Ich hatte gerade Drake am Telefon. Du versuchst, ein linkes Ding abzuziehen. Hey, Augenblick, ja? Er versuchte, mich zu einem besseren Deal zu überreden, aber ich habe abgelehnt. Jetzt versucht der Kerl irgendwie, seinen Arsch zu retten. Drake und ich sind schon Kumpel, seit wir als junge Kerle beim Militär waren. Wir haben Seite an Seite gemeinsam gekämpft und auch getötet. Was soll das, Garland? Du kennst mich. Ja, ich kenne dich. Hör zu, Jack. Ich brauche deine Hilfe. Matt, was ist passiert? Okay, die Frage war der Typ oder ich. Klar, los, komm mit. Und du bewachst die hier. Na los, hinsetzen. Mann. Also wenn uns dieser Verrückte wegnieten will, worauf wartet der dann noch? Sie wollen es vermutlich wie ein Unfall aussehen lassen. Wenn man 5 Zeugen aus dem Weg schaffen muss, ist das keine leichte Übung, Frankie. Überleg mal. Ich meine, zunächst müssen Sie entscheiden, wie Sie uns töten. Und dann wäre da das Problem der Beseitigung der Leichen. Vielleicht auch Leichenteile. Warte. Ellie, es reicht. Das sind ein paar Informationen zu viel. So wie die Dinge stehen, interessiert es Conlan nicht, ob unsere Ermordung wie ein Unfall aussieht. Das ist etwas anderes. Es ist doch klar, was hier läuft, Leute. Sie verhökern den Treibstoff ganz einfach. Und danach werden Sie uns erledigen. Unsere einzige Chance ist es, Cole in die Viper zu bringen. Cole in die Viper zu bringen? Aber wie? Ich meine, wir haben keine Fernsteuerungsmöglichkeiten und dieser Knast hier sieht aus, als wäre er von der Konstruktion her ausbruchssicher. Vielleicht führt unser Weg hier heraus über Conans Ego. Du hast recht. Und wir beide wissen, dass diesem Idioten fast eine Dichtung platzt, wenn er hört, dass jemand schneller sein könnte als er. Schneller als wer?
Schneller als du, Weichei, oder denkst du immer noch, du wärst der Schnellste auf der Straße, hm? Habt ihr einen gesehen, der schneller ist? Was denkst du, wieso wir diesen Einsatz leiten? Cole gilt als einer der besten Fahrer der Welt. Ach ja? Bei wem? Bei Leuten, die sehr viel mehr vom Autofahren verstehen als du. Ich weiß, was ihr hier versucht. Ich soll das Rennen fahren, damit ihr eine Chance zur Flucht bekommt. Wenn du so viel schneller bist als er, wovor hast du dann Angst? Ja, denn nachdem sein Fahrtwind deinen Hintern in die Wüste geblasen hat, komme ich bestimmt hin, um den Schrott einzusammeln. Vergiss es, Frankie. Der Junge hat keinen Mumm. Ihr könnt zur Hölle fahren. Sonst noch eine gute Idee? Jake! Hol den Jungen! Okay. Ich will, dass meine Kraftstoffanlage ausschließlich mit dem XD-58 läuft. Komm schon, Matt, du hast gesehen, was passiert ist. Wieso ist Mikos Wagen in die Luft geflogen? Beim ersten Mal lief er erstklassig. Höchstwahrscheinlich ist auf die Kraftstoffanlage Flüssigkeit gelangt. Die wissen jetzt, dass Wasser den Treibstoff reagieren lässt. Dann solltest du dafür sorgen, dass meine Leitungen vom H2O frei bleiben. Und jetzt will ich sehen, was die Wiper unter der Haube hat. Und wenn der Carl die Schlüssel nicht rausrückt, dann drohst du ihm, dass wir seine Freunde verarzten werden. Matt, dieses Rennen, das ist keine gute Idee. Wir haben seine Leute, er wird nicht abhauen. Außerdem, sobald ich mich mit Ray getroffen und wir das Geld haben, schalten wir denen die Lichter aus. Durst, Junge? Hier, trink ein Bier. Wasser bekommt ihr nicht. Weißt du, ich habe mich zusätzlich abgesichert, damit du es dir gut überlegst, ob du mein Auto manipulierst. Sunny? Clarice! Robbie, was soll das Ganze? Miko hat mir erzählt, dass du ganz vernarrt bist in Clarice. Wenn du tust, was ich dir sage, kannst du ihr Held werden. Okay, komm mit. Hast du dir schon den Motor von der Wiper angesehen? Mir und Jack ist nicht ganz klar, was er getan hat, ihn so hoch zu frisieren. Irgendwas ist eigenartig. Ich glaube, er hat einige zusätzliche Computerkomponenten eingebaut oder sowas. Ansonsten sieht er wie normaler Serienmotor aus. Ganz egal, was das Ding drauf hat, ich bin besser. Solange ich da draußen keinen Unfall habe. Du willst doch nicht, dass deiner kleinen Saviererin was zustößt. Fahren wir nicht zur Rennstrecke? Wir unternehmen was Interessanteres. Wir fahren übers flache Land, um die Schlucht herum und wieder zurück in die Stadt. Das sind etwa 8 Kilometer. Okay. Siehst du das? Maschinengewehre, die habe ich seit dem Raubüberfall. Aber ich glaube, du könntest sie auch vertragen. Wenn du versuchst zu entkommen oder die Strecke verlässt oder versuchst, deine Freunde zu befreien, dann setze ich sie ein. Wenn ich dich schlage, lass dir Clarice, Robbie und meine Freunde dann gehen? Tja, das kann ich dir leider nicht versprechen. Du bietest nicht viel, wofür es sich lohnt zu gewinnen. Tja, sieht so aus, als hätte ich es nicht nötig, oder? Jake? Ja? Hast du schon die Reifen wechseln lassen? Aber sicher. Collins Wagen konnte ich nicht manipulieren, deswegen habe ich ihren aufgebessert. Weißt was? In ihrer Kraftstoffanlage ist jetzt auch was von dem XD-58. Aber du hast gesehen, was mit Mikos Wagen geschehen ist. Ich weiß, aber ich habe alles wasserdicht gemacht. Das kann keine Feuchtigkeit eindringen. Hättest das lassen sollen. Ich wollte doch nur helfen. So hat Conlon keinen Vorteil. Sie werden doch versuchen zu fliehen, oder? Eigentlich nicht. Schaff den Jungen weg. Steig ein, Arschloch. Ich hätte gern, dass mein Mechaniker den Wagen kontrolliert.
Du steigst jetzt ein oder der Kleine kriegt eine Kugel in die Birne. Du wolltest dieses Rennen, also lass uns starten. Okay, Jungs. Raymond, hast du Clarice gesehen? Conlans Gang war hier wegen eines ihrer dusseligen Rennen. Könnte sein, dass sie dabei war. Ist alles in Ordnung? Clarice ist verschwunden seit gestern. Wenn sie mit Matt Conlan abgehauen ist... Du wendest dich vielleicht besser an Garland. Die Umformung funktioniert nicht. Ich hoffe, das ist deine Ablösung. Ich kann deine Visage nicht mehr sehen. Mom! Tut mir leid, dass es bei mir etwas länger gedauert hat, Schatz. Los, aufschließen! Den Tank entleeren. Komm schon, komm schon. Thank you.
Conlan. Cole! Du verdammte Drecksau! Nicht gewinnen, Conlan. Es ist aus. Noch nicht ganz, du Arsch. Robbie kommt nicht ins Gefängnis, oder? Die Entscheidung liegt leider nicht bei uns, aber wir werden Ihnen Nachsicht nahelegen. In Anbetracht seines Alters und der Tatsache, dass er sich kooperativ gezeigt hat, denke ich, dass der Richter äußerst fair sein wird. Das mit dem Wagen wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass Sie schneller fahren als... Es hatte auch was. Was Gutes, ich musste schneller denken. Du gibst einen guten Mechaniker ab. Geh wieder zur Schule, dann könntest du was draus machen. Ja. Hey, los, beweg dich! Vielleicht werde ich das tun. Wenn dies vorbei ist, glaubst du... Wir wollten Ihnen danken, dass Sie uns unsere Stadt zurückgegeben haben. Sie haben sie sich zurückgeholt. Wir haben nur geholfen.